Ja, das mit dieser Gletscherspalte, das ist eine alte Geschichte. Und wer effektiv die Schuld ist am Ganzen, das ist nach dieser langen Zeit schwer mehr auszumachen. Ob der Grossvater, der Menschenkundlehrer oder die Lotto-Marie oder jemand ganz anders oder am Ende einer von euch. Angefangen hat das seine Zeit jedenfalls mit dem Menschenkundlehrer. Erste Sek. Das weiss ich noch genau. Weil bis dort hin ist in der Schule das im Grossen Ganzen keine spektakuläre Sache gewesen. Da bist du in den Kindergarten gegangen. Dann mal am Morgen liegt ein frisches Kleiderhäufchen dort. Mutter steckt dir ein frisches Nastuch in den Sack, dann läutet es an der Tür. Das ist der Rolfli. Dann geh in die Schule, jetzt gehst du auch. Und dann bist du gegangen. Und dann hat das Fräulein gesagt, was musst du machen. Und das hast du dann auch irgendwie gemacht. Und dann hast du wieder können heim und am anderen Tag dasselbe. Und so weiter, ein paar hundert Mal in all diesen Jahren. Ja, die Schule war so der Ort, wo man sich regelmässig getroffen hat. Um nachher etwas Anständiges machen aus dem Tag. Manchmal mühsam, manchmal lustig. Im Grossen Ganzen einfach nichts Besonderes. Oder? Ja, das Fräulein hat gesagt, die grosse gelbe Blume dort, Löwenzahn. Und Mutter daheim hat ihnen auch so gesagt, alles klar. Das Fräulein hat gesagt, 3x20 ist 60. Und so viel haben dann die 3 Glasse auch gekostet im Migro, das ist aufgegangen. Und der grosse Wagen am Sternenhimmel hat wirklich so ausgesehen wie auf dem Arbeitsblatt. Also beschissen bist du nicht worden in der Schule. Einmal bis dort hin nicht. Und dann ist eben das mit dieser Menschenkunde gekommen. Aber jetzt muss ich euch zuerst das von der Lotto-Marie erzählen, sonst kommen wir nachher nicht drauf. Die Sache ist eben die, oder? Wir haben dieselbe Zeit, 6. Klasse umeinander. Ein paar Kollegen und ich ein Hobby gehabt, wo wir ohne Statuten und Verein mit ziemlicher Regelmäßigkeit gepflegt haben. Wir sind zusammen ins Migros-Restaurant Bonfrit fressen. Irgendwann hat das einmal angefangen und dann ist das einfach so gelaufen. Wir haben den halben Nachmittag geschultert. Dann die Kleinen auf den Platz lassen zum Besetzen. Mit dem Velo ins Migros-Restaurant Bonfrit fressen. Auf die Scheisse Wasser saufen, zurück auf den Platz. Die Kleinen wieder fortjagt und weiter geschultet, bis es dunkel geworden ist. Weisst so der Grufe, Schlussresultat 94-82. Das kennen die vielleicht, die auch geschultet haben. Und abgesehen davon, die Bonfrit, oder? Die Bonfrit seiner Zeit, die hast du eben noch fressen von Strasch. Das waren noch nicht so die Gastro-Ketten-Normstängeli, die sie im Kühlwagen anliefert. Und wo dann also tief gefroren musst in die Fritteuse fallen, weil es dich sonst würde verbarmen, so etwas himmeltraurig armseliges überhaupt noch zu bröteln, oder? Nein, nein. Das sind noch Bonfrit gsi. Nicht Frit, weisst, Bonfrit.
wo jeden Morgen dicke Italienerfrauen dicke Herdöpfel an ihre dicken Bücher angedruckt und geschält haben und dem von Hand Waffen, Pommes frites. In der Mitte die langen Blöden, auf der Seite die kleinen Knusprigen, wie im richtigen Leben keins wie sonder. Die Mitte ist ja sowieso nur ausgefüllt, damit der Rand schön straff bleibt, weil dort die Vitamine drunter sind. Aber wir wollen jetzt da nicht politisch werden, meine Herren. Es geht um Pommes frites. Und dann weisst du, so einen Teller voll, verstehst du? Für 80 Rappen. Für 90 Rappen mit Mayonnaise oder Ketchup. Für einen Stutz mit Mayonnaise und Ketchup. Stutz auf den Tisch, Pommes frites fressen. Dann auf die Scheisse gehen Wasser saufen. Dann bist du König gewesen, jedes Mal. Ja, und dort im Migros-Restaurant, dort haben wir dann eben seine Zeit die Lotto Marie kennengelernt. Die Lotto Marie, die ist immer so im Eckchen gehockt und irgendwie hast du geschaut. Lotto Marie, ein altes Hudelweibli, immer so gleicher Platz war und komisch etwas vor den Augen rumgeknifelt hat. Die erste Zeit haben wir gemeint, ja, die Alte, die ist nicht ganz 100, oder? Haben sie weiter nicht beachtet. Bis dann mal über den Mittagslokal die Ploppe voll war und wir neben sie zu hocken gekommen sind und sie uns allen ein Gocki gezahlt hat. Und dann beim Dankensagen haben wir gemerkt, dass sie auf ein Deckeli ohne Vorlage wunderschöne Blumen steckt. Und eine ganz feine, zarte Haut und teufe, weiche Augen hat. Von dem Moment an sind wir am zu ihr herangehockt und dann manchmal hat sie erzählt. So von früher, vom Mann, der gestorben ist. Von ihren sieben Katzen und wie sie mit den Blumen schnurren, dass sie besser wachsen. Und noch mehr so kurvige Sachen. Und einmal hat sie dann eben das mit dem Lotto erzählt. Das geht so. Dort, wo die Menschen sind, bevor sie auf die Welt kommen, sogar noch bevor sie gezeugt werden. Dort ist es ganz, ganz schön. Ganz schön. Dort spielen sie den ganzen Tag Lotto. So Früchtekorb, Rollschinkli, Vereinslotto drauf. Den ganzen Tag Lotto. Und die verlieren, müssen zu Abend ins Magazin runter, Eltern aussuchen und zur Strafe auf die Erde runter eine Runde leben. Darum laufen dort unten so viele Nieten rum, hat sie dann noch so trocken hinten reinbröselt. Ja, und von dem Moment an war sie dann für uns eben die Lotto Marie gewesen. Und dann ist eben der Moment gekommen, Mutter Blues, der Moment, wo die Lotto Marie und der Menschenkundlehrer sich begegnet sind. Nicht wirklich. In mir innen, quasi. Wie gesagt, Menschenkund. Erste Sek, erster Schultag, erste Stunde nach der Pause, Menschenkund. Das habe ich gerade gespürt, das wird heiss, schon als ich den Stundenplan gelesen habe. Weil weisst, bis dahin ist das einer, ja so, Pflanzenkund, Tierkund, Heimatkund, Heimat, zock, Realien. Realien hat das geheissen. Da komme ich heute noch einen trockenen Hals über, wenn ich das Wort nur aussprechen muss, Realien. Und jetzt mal Menschenkund. Das war irgendwie total heiss für so einen 13-jährigen Strüpsel, stell dir das vor. Jetzt erst recht, wo seit einiger Zeit anfangen hat, Rumoren da, im Herz und in der Hose. Menschenkund. Den Film habe ich heute noch auf dem Monitor irgendwie.
Der Lehrer ist reingekommen, kleiner Sief mit einer schiefen Visage, aber irgendwie noch gut. Kurz grüezi und dann geht voll zur Sache. Was macht den Menschen aus? Der Mensch hat eine Seele. Pflanzen und Tiere haben da keine. Punkt. Das ist dann ein Hammer gewesen. So, das hat mir jetzt derart Bieren durcheinander tümpert, dass ich den Rest vom Morgen überhaupt nicht mehr gecheckt habe, was sonst noch alles gelaufen ist, was er sonst noch alles rausgelassen hat. Pflanzen und Tiere haben keine Seele. Ja, was? Ja, verstehst du, oder? Ja, im Kinski. Mein Goldhamster schon viel heißer geliebt als meine Grossschwester. Oder wenn der Grossvater mit dem Bieli auf dem Scheitelstock an einem Huhn den Grind abgehauen hat. Der Grind am Boden, das Huhn hat er noch kopflos übers Haus über den Flügel an. Ist doch da etwas gewesen zwischen denen, oder? Das haben wir doch alle gespürt. Ja, und jetzt mal das, oder? Pflanze und Tier. Ja, jetzt kommt es mal der andere, Pflanze und Tier haben keine Seele. Da krampfst du monatelang auf die scheiß Sekprüfung. Bestehst du mit Ach und Krach, oder? Und jetzt kommt der andere und jetzt mal das. Das mit dem Lindenbaum, oder? Im Hoger oben. Ist auch so etwas. Ja. Der alte Lindenbaum im Hoger oben. Und ich habe mit der Erika meinem ersten Schulenschopf drunter gelegen bin und durch Blätter durch den Wolken zugeschaut habe. Ah ja, der Baum. Bäume überhaupt, oder? Bäume können doch Geschichten erzählen. Oder etwa nicht. Schultages zusammen sind ins Migros-Restaurant Gomfri fressen. Habe ich dann meinen Kummer an der Lottomari erzählt. Die Lottomari hat mich scharf angeschaut, Stein zum Sack ausgenommen, die Hand reingedrückt, die Hand ganz fein wieder zugedrückt und gesagt: Max, sogar der Stein hat eine Seele. Aber der Pfarrer in der Martinskirche nennen, der hat er keine mehr. Lottomari Original spricht und zischt ab. Den Stein habe ich heute noch. Und in dieser Nacht ist dann eben das erste Mal der Traum gekommen mit dieser Gletscherspalte. Dann kommt sie der immer wieder. Immer wieder auf eine andere Art, aber immer. Immer so eine hohe Gletscherspalte mit drin. Das war so. Auf der einen Seite eine riesige Wand mit ganz vielen farbigen gestickten Blumen und irgendwo, nicht sichtbar, aber deutlich spürbar, die Lottomari. Auf der anderen Seite eine hohe Wandtafel. Riesig mit Formeln und Ausrufszeichen und einem Haufen so wildem Geschreibsel. Und in der Mitte ein Spalt. Ebenso, so wie eine Gletscherspalte. Durab. Und fast ganz zuunterst eingeklemmt ein Gitarrenverstärker.
Erfinder Vibrolux 1951. Und darauf oben der Bluesmax mit der Gitarre fest im Sattel. Und das Komische ist, dort unten im Loch ist sie irgendwie ja gar nicht, wie du würdest meinen, noch so heavy oder so. Nein, das ist eigentlich immer, wenn ich es träume, noch schön dort unten. Ich weiss auch nicht, wieso. Ich meine, ja, so erstens, hast du deine Ruhe, oder? Wo gibt's das noch? Zweitens fühlst du dich geborgen in der absoluten Sicherheit, in dem unendlichen Universum hinein, endlich noch in einem Plätzchen gefunden zu haben, wo dir mit absoluter Garantie das Bier nicht warm wird. Naja, ist doch ein Anfang, oder? Und drittens ist dann das Mal klar wie Gebirgsquellwasser, halb nüchtern und im Loch betrachtet, kann es von jetzt an nur noch aufwärts gehen.